Hallo und herzlich willkommen zu den Weltbildern. So sieht ein Burger derzeit vielerorts in Island aus. Ziemlich schlank, denn da fehlt das Fleisch. Und das nicht etwa, weil plötzlich alle Isländer Vegetarier werden wollen. Nein, es gibt einfach kaum Rindfleisch. Kühe gibt es zwar jede Menge, aber diejenigen, die dafür sorgen sollen, dass sie auf dem Teller landen, die streiken. Glück für die Kuh, Pech für den Fleischesser. So albtraumartig hatten sich Mohammeds Eltern die unglaublich teuer bezahlte Flucht ihres Sohnes, den sie unbedingt in ein besseres Leben schicken wollten, ganz sicher nicht vorgestellt. Mohammed weint, denn die Schleuser sind Kriminelle. Sie quälen diejenigen, die sie in Sicherheit bringen sollten. Tausende Rohingyas sind aus Myanmar auf der Flucht, weil sie als Angehörige einer muslimischen Minderheit gedemütigt werden. Sie fliehen oft übers Meer Richtung Thailand oder Malaysia oder treiben in Booten entkräftet Richtung Indonesien. Wer es an Land schafft, ist immer wieder Menschenhändlern ausgeliefert. Lange Schlangen vor den türkischen Konsulaten bei uns in Deutschland in den vergangenen Tagen. Denn 1,4 Millionen Menschen mit türkischem Pass konnten noch hierzulande ihre Stimme abgeben. Denn Präsident Erdogan könnte seine Macht noch weiter ausbauen und sogar die Verfassung ändern. Schlechte Zeiten für kritische Stimmen in der Türkei. Angela Merkel will morgen diesem umstrittenen Machthaber in Berlin die Hand schütteln. Die Bundesregierung rollt ihm buchstäblich den roten Teppich aus und hilft so dabei, Ägyptens Präsident Sisi international salonfähig zu machen. Obwohl der frühere Militärchef mit Blick auf Folter, Todesurteile und die Verfolgung seiner Kritiker noch brutaler vorgehen soll als der vor 4 Jahren gestürzte Diktator Mubarak. Kaum vorstellbar, aber Menschenrechtsorganisationen, die belegen das glaubhaft. Statt arabischem Frühling verbreitet die Regierung Sisi brutale Kälte. Wer verfolgt wird und flieht, den empfängt in Europa keiner mit offenen Armen. Diesen afrikanischen Flüchtling hatte in einer der reichsten Städte Europas niemand ein Dach über dem Kopf angeboten. Bis ein Pastor in Hamburg St. Pauli das tat, was die Menschlichkeit gebietet. Er öffnete nämlich die Tür, als sie in der Kälte verzweifelt anklopften. Und er ließ sie monatelang auf dem Kirchengelände schlafen und bot ihnen Schutz gegen den Willen der Stadt Hamburg. In Paris, einer anderen wohlhabenden Metropole, hat unsere Korrespondentin Alice Fröder hunderte verzweifelter Menschen getroffen, die unter einer Brücke ausharren. Gestern noch war unsere Korrespondentin beim Dreh im Flüchtlingslager. Heute hat uns dann die Nachricht erreicht, dass das provisorische Zeltlager in La Chapelle mit einem großen Polizeiaufgebot geräumt wurde. Etwa 350 der überwiegend aus Afrika stammenden Flüchtlinge sollen in Bussen weggebracht worden sein. Allerdings bleibt die Frage, wohin genau? Denn alle Flüchtlingsunterkünfte in der Region Paris sind hoffnungslos überfüllt. Weitere Infos zu unseren Themen heute, die finden Sie wie immer bei uns im Netz unter ndr.de/weltbilder und diskutieren Sie mit uns auch auf Facebook und Twitter. Bis nächsten Dienstag. Machen Sie es gut.